Guten Tag. Ich möchte Ihnen eine kleine Einführung in unsere Ausstellung Landschaft abstrakt figurativ geben. Sie führt fünf Künstler zusammen, die sich in ihrer Arbeit zwischen Abstraktion und Figuration bewegen. Die Maler Erik Kruikschank, Peter Tollens und Silke Leverkühne, den Fotografen Michael Kenner und den Zeichner Johannes Bayerle. Jeder der fünf Künstler sieht die Natur auf eigene Weise und greift die ihm wichtigen Elemente heraus. Silke Leverkühne das Expressive, Bäume und Äste, die sich im Blick ineinander verweben, oder das sich auf Felsen und Wasser spiegelnde, stetig wandelnde Licht- und Schattenspiel. Peter Tollens, das Ruhende, Lagernde, Flächige, Felder, Steinformationen, die Nebel, die Landschaft als sich im Betrachten zusammenfügende und überlagernde Farbfläche. Maike Kenner sieht in ihr die Schönheit, Verletzlichkeit und Vergänglichkeit der Welt und macht sie in den Schwarz-Weiß-Fotografien auch an den unscheinbarsten Orten sichtbar. Erik Kruikschank macht Schönheit nicht nur sichtbar, er lässt auch das Glück empfinden, das er beim Anblick der vielfältigen Farben des Himmels empfindet, bei Sonnenaufgang oder Untergang, bei Gewitter oder anderen Naturereignissen. Seine Bilder sind eine Apotheose auf das Licht und auf das, was es dem Auge und Empfinden schenkt. Der Zeichner Johannes Bayerle betrachtet Landschaft wie ein Forscher bis ins Detail hinein. Mit dem Skizzenbuch geht er los und hält sie unzusammenhängend, sowohl skizzierend als auch mit Worten fest. Im Atelier zeichnet er das Gesehene noch einmal als zusammenhängende Darstellung. Wir zeigen von ihm beide Arten, Skizzenbücher und Einzelblätter. Auch von Peter Tollens werden neben den Bildern Skizzenbücher und Studien ausgestellt sein.